Hallo und herzlich willkommen zu Volksinteraktiv an diesem Freitag, den 13. Schön, dass Sie mit dabei sind. Keine Angst, es ist kein Pechstag, heute ist nur ein Glückstag für Sie. Schön, dass wir den Nachmittag gemeinsam verbringen. Ich habe viel vor mit Ihnen. Im ersten Teil, da habe ich einen Gast, Marco Warstetter wird bei mir sein und wir werden ein bisschen plaudern. Und im zweiten Teil, da wird es auch spannend, da wird meine Kollegin, die Lisa Maria Überbacher, von mir überrascht, weil heute ist ja wieder Mädelstag. Also dabei bleiben zahlt sich aus. Gleich ist er bei mir, der Marco Warstetter. Jetzt gibt's doch Musik und dann lernen wir ihn mal persönlich kennen. Viel Spaß! Freitag, der 13. Mein Name ist Clara Bloder und das ist jetzt der Marco Warstetter. Den habe ich jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Marco, grüß dich. Hallo Clara, danke für die Einladung. Ja, bitte gerne. Hallo an alle Zuschauer draußen an den Fernsehgeräten. Du hast heute schon eine lange Anreise gehabt, hast du mir gesagt. Du bist schon seit 6 Uhr in der Früh unterwegs. Genau, um 6 Uhr ging es los. Ich komme von Innsbruck, eigentlich von Axams, aber das liegt neben Innsbruck. Das ist eine kleine Gemeinde mit ca. 5000 Einwohnern im Herzen von Tirol. Und da sind wir heute um 6 Uhr losgestartet und sind vor kurzem angekommen hier in Slowenien. Sehr, sehr schön. Mich freut es, dass du da bist. Und wir werden dich jetzt ein bisschen näher vorstellen. Und du hast auch was mitgebracht, CDs und ein Video von dir. Richtig, genau. Genau. Wie heißt das Video, was man hört? Das Video heißt Zwei Madeln, a Bur, das geht nicht gut. Das ist meine aktuelle Single, die momentan auch in sehr vielen Radiostationen in Österreich läuft. Sehr gut. Also Zwei Madeln, a Bur, zwei Mädels, ein Bub. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Genau, das ist eine wahre Geschichte aus meinem Leben. Oh! Und da werden wir dann später noch drüber reden. Ja, genau. Ja, und jetzt werden wir mal von dir persönlich was erfahren. Und zwar, woher du kommst, haben wir jetzt gehört. Was spielst denn du für ein Instrument? Genau, also ich spiele steirische Harmonika und singe natürlich auch. Und mache so, ich würde sagen, so moderne Volksmusik. Also es ist jetzt so ein bisschen Volksrock, ein bisschen Schlager. Also nicht die klassische Volksmusikschiene, sondern eher alles ein bisschen moderner. Und da habe ich eben letztes Jahr im Dezember eine Single-CD rausgebracht mit 4 Titeln und die habe ich heute mit, ja. Die hast du heute mit, super. Genau. Und wie lange spielst du schon die steirische Harmonika? Ich spiele steirische Harmonika seit circa 8 Jahren, habe damals angefangen, wollte eigentlich immer schon als Kind mit steirischer Harmonika beginnen. Das war immer so mein Instrument, das ich immer gerne lernen wollte, habe aber am Anfang nie. Meine Eltern sind nicht so musikalisch, darum habe ich nie die Möglichkeit bekommen am Anfang. Aber dann eben mit 15 Jahren zum Glück habe ich endlich eine bekommen und dann ging es richtig los. Und hast du dir selbst beigebracht oder bist du in die Musikschule gegangen? Ich bin anfangs in die Musikschule gegangen, hatte professionellen Unterricht, circa 5 Jahre lang. Mhm. Und danach habe ich dann begonnen, selber weiterzulernen. Also die Grund, also wie sagt man da, mit Zug und Druck oder wie das alles heißt? Genau, da hat man verschiedene Töne auf Zug und auf Druck. Okay. Und so die wichtigsten Grundschritte habe ich von der Pike auf gelernt. Und danach habe ich mir das meiste selber dann beigebracht. Das heißt, die einzelnen Stücke, da bist du dann selbst gesessen im Zimmer und hast selbst gedüftelt, wo man drücken und ziehen und genau, so. Also mit der Zeit hört man das von den Ohren. Also wenn man Musik hört im Radio, dann weiß man gleich, ah, das könnte ich so spielen oder so spielen. Und dann ist das nicht mehr schwierig, wenn man ein paar Jahre spielt. Also Musikrichtungen hast du gesagt, breit gefächert, eigentlich nicht die klassische Volksmusik, sondern alles, ein bisschen was von etwas, von allem. Genau, richtig. Ja. Also bei den Auftritten ist es eher so, wir machen ziemlich viele volkstümliche Musik. Auch Schlager darf natürlich nicht fehlen. Und halt so Stimmungsmusik, so aktuelle Titel, die halt Stimmung machen. Ja, wunderbar. Jetzt hören wir uns mal Musik an und dann erfahren wir mehr von dir. Und zwar, wie bei dir die Auftritte so ausschauen. Was du jetzt unterwegs warst, was du im Terminkalender noch drinnen steht, das erfahren wir später. Jetzt gibt's Musik. Viel Spaß. Ja, ich habe heute den Marco Warstetter bei mir und er ist nicht mit leeren Händen gekommen. Er hat CDs mitgebracht. Ja, das ist dein aktuelles Werk, kann man sagen. Ja, genau, das ist meine aktuelle Single-CD mit 4 Titeln. Alle 4 Titel von mir selber komponiert und geschrieben. Und die gibt es heute zum Gewinnen. Genau. Du wirst gegen Ende, also um 15.30 Uhr oder ein bisschen früher, eine Gewinnfrage stellen und dann gibt es die heute zu gewinnen. Ja, und jetzt schauen wir mal, 4 Titel hast du gesagt, also 2 Madeln, a Bur, das geht nicht gut, von dem haben wir schon vorher gesprochen. Ich kann keinen Tag mehr ohne dir leben, das Gefühl bei dir, die Zeit meines Lebens. Das sind die 4 Titel. Richtig, genau. Alle du selbst komponierst. Ja, genau. Wie geht's dir da beim Komponieren? Also die Titel habe ich vor 2 Jahren komponiert, also auch noch mehrere, aber die handeln alle so von wahren Erlebnissen, die ich halt erlebt habe. Und da sind mir halt dann zwischendurch einfach so Strophen eingefallen oder ein Refrain, gleich mit der Melodie dazu. Die habe ich mir gespeichert am Handy und dann irgendwann habe ich halt einen Song daraus produziert. Also du hast dich nicht von irgendwas inspirieren lassen, du selbst warst die Inspiration?
Ja, genau. So die Erlebnisse. Die anderen drei Titel handeln eigentlich von Liebe. Das eine ist ein Schlager und die anderen zwei eher so langsame, schöne Titel. Also jetzt, wenn man von deinem Liebesleben etwas erfahren möchte, dann unbedingt die CD anhören, oder wie? Richtig, so ist es. Also wer mehr wissen will, der kann sich diese CD anhören. Meine lieben Damen, wer ein bisschen tiefer in Markus' Liebesleben blicken möchte, ich glaube, das ist ein heißer Tipp. Genau. Ja, wunderbar. Seit wann gibt es denn die CD? Die CD ist seit 22. Dezember 2014 erhältlich. Die CD kann man entweder bei mir bestellen oder in einigen Fachhandeln kaufen oder eben auch die Titel einzeln auf YouTube oder Amazon downloaden zum Beispiel. Oder bei uns gewinnen. Zum Beispiel, ja. In einer Stunde circa wird es soweit sein. Ja, und wie lange hast du da dich vorbereitet für eine CD? Also ich habe die Titel vor 2 Jahren komponiert und dann habe ich ein Arrangement machen lassen. Dann habe ich die Stimme drauf gesungen, mit der Ziehharmonika drauf gespielt. Und das hat dann ein paar Monate gedauert, bis das fertige Produkt dann schlussendlich fertig war. Also es steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Aber das ist dann so ein stolzes Produkt, das man gerne in den Händen hält. Richtig, genau. Das können Sie dann auch bald in den Händen halten. Du wirst die Gewinnfrage dann ein bisschen später stellen. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Jetzt wollen wir aber zuerst von deinen Auftritten so sprechen. Das habe ich vorher angekündigt. Wo bist du denn überall anzutreffen? Ja, genau. Also momentan bin ich hauptsächlich in Österreich anzutreffen, hatte aber auch schon Auftritte in der Schweiz oder zum Beispiel letztes Jahr im Dezember bei VW in Wolfsburg, also in Deutschland. Also komme eigentlich überall herum, ja. Und gibt es da so Auftritte, die alle Jahre immer wieder anfallen oder ist da immer was Neues bei dir im Terminkalender? Es ist verschieden. Gewisse Sachen habe ich immer. Also ich war die letzten Jahre immer im Kühltal zum Beispiel. Heuer bin ich den ganzen Winter in Obergurgl, Dienstag und Donnerstag immer, 2-mal die Woche. Da werde ich auch wahrscheinlich nächsten Winter wieder sein. Und im Sommer habe ich eigentlich keine fixen Spielereien. Da bin ich dann immer verschieden. Also entweder auf Hochzeiten, Zeltfesten, Bällen. Was halt so ansteht. Genau, was halt so ansteht und wo sie mich halt buchen. Wenn du fix, zum Beispiel hast du gesagt in Obergurgl, bist du da in einem Hotel oder bist du da öffentlich irgendwo? Genau, das ist so ein Après-Ski-Lokal, das gehört zu einem Hotel dazu. Und da gibt es dann immer Dienstag und Donnerstag Partymusik. Aber es ist keine geschlossene Gesellschaft, Nein, sondern für jeden? Da kann jeder hingehen. Da kann jeder dir zuhören? Ja, genau. Und im vergangenen Jahr, gibt es da besondere Highlights oder war da was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, also mein persönliches Highlight war eben die Produktion dieser CD, weil das war ein langersehnter Wunsch von mir und letztes Jahr habe ich ihn mir endlich erfüllt und da bin ich wirklich stolz auf diese CD und das war so mein persönliches Highlight von letzten Jahr. Pünktlich vor Weihnachten, das heißt ein gutes Weihnachtsgeschenk gewesen. Richtig, genau. Ja, sehr schön. Ja, und was steht denn heuer so an? Ja, also im Herbst wird es wieder ein komplettes Album geben von mir. Der Termin ist noch nicht fixiert, es wird so September, Oktober sein. Und dann schauen wir mal, was das neue Jahr so bringt. Wenn du sagst, jetzt September, Oktober, arbeitest du jetzt schon fürs Album? Oder? Ich bin schon fleißig am Schreiben neuer Titel. Also sind schon fast alle Titel fertig komponiert. Wow. Aber es ist ja wie gesagt immer eine Menge Arbeit, bis sowas fertig ist. Und darum wird es ungefähr September werden. Und da kommen nur eigene Titel drauf oder darf da auch eine fremde Feder da mitschreiben? Bis jetzt sind es nur Eigenkompositionen von mir. Also weil eben, ich sage halt immer, meine Lieder schreibt das Leben. Ich habe relativ viel erlebt die letzten Jahre. War ja auch ein halbes Jahr in Vietnam auf Auslandssemester zum Beispiel. Oder habe mal in Dubai gearbeitet früher. Und da erlebt man ja doch einige Sachen. Und vor allem, wenn man dann auch nach Hause kommt, nach Tirol und die Berge und wieder unsere Welt sieht, eigentlich, wie es da schön ist, da fallen einfach mir zum Beispiel immer wieder Lieder ein. Sehr gut, da hat man viel zu erzählen, wenn man viel herumreist. Genau, da gehen einem die Ideen nicht aus. Wunderbar. Und wie du sagst, das hast du sehr schön gesagt, deine Lieder schreibt das Leben und deine persönliche Note sind dann sozusagen deine Lieder. Richtig, genau. Wunderbar. Jetzt gibt es wieder Musik und dann plaudern wir ein bisschen weiter. Ich habe die CD von Marco Warstetter in der Hand, die heißt Zwei Malen a Bur, das geht's nicht gut. Ja, und die gibt es dann gleich zu gewinnen und falls Sie noch Fragen an den Marco haben, Sie können gerne anrufen, die Leitungen sind für Sie geöffnet und die Telefonnummern, die sehen Sie eingeblendet während unseren Musikvideos. Einfach zum Telefonhörer greifen und wenn Ihnen eine Frage einfällt, die Sie dem Marco gerne stellen möchten, Sie können uns gerne anrufen. So, aber jetzt stelle weiter ich die Fragen, oder machen wir so? Gerne. Gibt es ein musikalisches Vorbild, lieber Marc? Ja, das gibt es zum Beispiel. Ein großes Vorbild von mir ist der Marc Bircher. Der gefällt mir sehr gut. Ist meiner Meinung nach ganz ein toller Musiker. Aber auch andere Sachen oder andere Interpreten, wie zum Beispiel ein Nick B, gefällt mir gut. ABBA gefällt mir gut.
und ganz viele Gruppen eigentlich. Ja. Also das Vorbild ist der Marc Bircher? Das ist mein großes Vorbild. Getroffen auch schon mal oder musiziert mit ihm? Ja, also musiziert nicht, aber ein paar Mal getroffen schon, ja. Und wie ist er so, also abseits von der Bühne? Eigentlich total nett, finde ich. Also er ist überhaupt nicht abgehoben, ist am Boden geblieben und immer freundlich eigentlich. Und er macht auch gute Stimmung, und zwar auf Knopfdruck oft. Wenn er erscheint, dann ist Stimmung da, oder? Das stimmt, ja. Und das ist ja eigentlich so eine Sache, die wirklich faszinierend ist. Das muss man wirklich, das muss einem liegen. Das stimmt, ja. Ja, ja, und also viele sagen ja, die aus dem Tiroler Land sind, als Marc Bircher ist das Vorbild. Mhm. Würdest du gerne mal mit ihm zusammen auf der Bühne sein oder nur so als Vorbild und nicht musizieren? Das wäre natürlich auch schön, ja. Also da hätte ich nichts dagegen. Hättest nichts dagegen. Ja. Du, wenn wir schon von der Bühne sprechen, wie lange übst denn du eigentlich? Also wenn du einen Auftritt hast, bereitest du dich darauf vor? Also mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Üben, aber wo ich angefangen habe, im Ziehharmonika zu spielen, da habe ich schon die ersten 3 Jahre lang jeden Tag 2-3 Stunden geübt meistens. Also schon ziemlich viel, ja, dass man weiterkommt. Vor allem, dass die Geläufigkeit in den Fingern, also wirklich dann, man muss ja dann irgendwie das Hirn ausschalten, sagt man, und eigentlich nur mehr die Finger spielen lassen und das Gefühl spielen lassen. Genau, das kommt dann mit der Zeit, dass man links und rechts unabhängig voneinander 2 verschiedene Sachen macht. Und durch viel Übung geht es halt schneller. Okay, also jetzt weniger Zeit, aber am Anfang muss man schon Zeit investieren, sagst du. Richtig, genau, zum Ziehharmonika spielen, und dann später hatte ich ja Gesangsunterricht. Da habe ich auch ziemlich viel geübt am Anfang und da übe ich nach wie vor noch. Hast du noch Lampenfieber? Es kommt darauf an, wo ich bin. Also wenn ich bei Auftritten bin, die Routine sind, wie zum Beispiel 2-mal die Woche in Obergurgl, da habe ich kein Lampenfieber. Aber bei so speziellen Anlässen, auch wie zum Beispiel hier jetzt da bei dem Fernsehinterview, habe ich schon ein bisschen Lampenfieber am Anfang. Ja. Ist was anderes, ja? Genau, das ist was anderes. Sag mal, Lampenfieber geht dann auf die Routine über. So irgendwie. So zuerst hat man noch Lampenfieber und dann wird es irgendwie zur Routine, wenn man wo ständig, aber wenn man, wie du sagst, bei den häufigen Auftritten. Genau, wenn es sich wiederholt, ja. Hast du schon mal Hoppalas erlebt während den Auftritten? Eigentlich nicht so, muss ich sagen. Müssen es ist ja heute Freitag der 13., da klopft man auf Holz, ja, genau. Aber zum Glück noch nicht bis jetzt. Zum Glück. Bis jetzt hat alles eigentlich prima geklappt. So soll es auch weitergehen. Ja. Ja, wunderbar. Du, und anzutreffen bist du auf der Bühne, aber auch abseits, nämlich auf Facebook, und eine Homepage hast du. Genau, also ich habe eine Homepage, die heißt www.marco-wahlstätter.com. Da findet man alle Informationen über mich, über meine Termine, Fotos, Videos, Kontaktdaten und noch viele interessante Neuigkeiten. Und Facebook? Und Facebook einfach unter meinem Namen. Da wird es dann in 2 Wochen eine Fanseite geben von mir. Momentan ist es noch mein normales Profil, Marco Wahlstätter einfach. Und auf Gefällt mir. Nein, eine Freundschaftsanfrage. Eine Freundschaftsanfrage. Und dann gibt es von dir eine Fanseite, da müssen wir dann auf Gefällt mir. Genau, in 2 Wochen dann. 2 Wochen ist es soweit. Ja, willst du die selbst betreuen oder hast du da ein Team im Hintergrund? Ich habe eine Managerin im Hintergrund, die auch meine Promoterin ist. Das ist die Gabi Krieger-Wolf. Die macht da sehr viel für mich, schreibt Presseberichte für mich, hat mich in die Radiostationen reingebracht. Und mit der arbeite ich zusammen, ja. Apropos Radio, da gibt es auch was Interessantes. Ja, genau. Ich bin seit 3 Wochen in der Hitparade vertreten, also bei der Radio Tirol ORF Hitparaden. Bin da von 0 auf Platz 2 eingestiegen in der ersten Woche und die letzten 2 Wochen Platz 1. Mit welchem Titel? Mit meiner aktuellen Single Zweimal und Abur, das geht nicht gut. Der Marco Wahlstätter ist heute mein Gast und jetzt ist wieder Zeit, dass wir ihn persönlich kennenlernen. Sie kennen es ja vielleicht schon, ich habe die Lieblingsfragen vorbereitet und bin schon gespannt, was da für eine Antworten von dir kommen. Starten wir gleich ein, oder? Ja, gerne. Bin okay. Bereit. Marco, dein Lieblingsbuch? Das ist The Power. The Power, okay. Meine Lieblingsfarbe, oder deine Lieblingsfarbe besser gesagt? Ist blau. Blau. Also immer schon oder zur ja, Zeit? Ja, früher halt. Also jetzt mittlerweile habe ich eigentlich keine Lieblingsfarbe mehr. Aber so als Kind kann ich mich noch erinnern, war es blau. Blau, klassische Farbe. Lieblingstier? Ja, es gibt viele, viele schöne Tiere, aber so eines meiner Lieblingstiere ist die Katze. Hast du auch eine? Früher hatte ich eine, jetzt nicht mehr. Wie hieß die? Die hieß Minka. Minka? Genau. Oh. Lieblingsfilm? Wie aktuell zum Beispiel Shades of Grey. Ich bin mir sicher, das wird sicher ein Top-Film. Hast du vor, im Kino anzuschauen? Den Trailer, ja genau. Den Trailer habe ich schon gesehen und den schaue ich mir nächste Woche im Kino an. Oh. Lieblingsmusik, außer deiner jetzt? Meine Lieblingsmusik ist Volksmusik und Schlagermusik. Das war eigentlich immer schon so, als Kind und auch in meiner Jugendzeit. Ich hatte nie die Phase, dass ich dann irgendwann, weiß ich nicht, Charts oder sonst was gehört habe. Sondern ich bin eigentlich immer schon bei Volksmusik und Schlager geblieben. Das hat mir immer schon Spaß gemacht.
Und so ist es ja jetzt noch. Damit verbindet man auch Heimat, oder? Das ist so. Und vor allem, also, wenn man am Land lebt, dann umso mehr. Eben, ich bin ein sehr heimatverbundener Mann und dadurch ist es auch passend, dass man solche Musik hört. Hast du die heimische Musik auch nach Dubai und Vietnam hinausgetragen oder haben die da nicht Ich hatte, wo ich in Dubai war, meine Ziehharmonika dabei. Hattest sie dabei? Ja genau, die hatte ich dabei und habe dann immer nach der Arbeit oder so am Abend dann noch für mich ein paar Stücke gespielt und auch für andere Leute und das war total schön. Was haben die da gesagt zu dieser Musik? Die waren begeistert, also denn der Chef dieses riesigen Unternehmens, wo ich war, kommt aus Bayern eigentlich. Und der ist auch Volksmusik-Fan. Darum habe ich sie eigentlich mitgenommen, ja. Ah, praktisch. Ja. Aber er hat kein Instrument dabei gehabt, der Chef? Nein, nicht. Okay, hast du alleine gespielt? Ja, genau. Okay. So, Lieblingslied? Gibt es auch wieder viele. Eines der schönsten Lieder, finde ich, ist Einen Stern, der deinen Namen trägt. Vom Nick B. Ja, genau. Ja. Sehr aussagekräftiges Lied auch. Mein Lieblingsessen? Ist Fisch. Fisch? Einen speziellen oder? Ich mag eigentlich alle Meeresfrüchte oder Fische oder so, genau. Ich bin so eher der Geflügel- und Fischtyp. Okay, also Urlaub am Meer ist für dich dann ein Genuss? Dann mache ich jedes Jahr, ja, genau. Okay. Hm. Lieblingsgetränk, was gibt es denn zum Fisch dazu dann? Ich trinke meistens ein Spezi oder was dazu. Spezi, also ja. Cola und Fanta gemischt? Das genau, das ist eines meiner Lieblingsgetränke oder ein gespritzter Apfelsaft. Okay, aber Wein, Bier, nix? Eher selten. Eher selten. Ja. Es kommen von den Männern, ich habe immer geglaubt, da kommt die klassische Antwort, das Bier, aber das habe ich von den Männern noch gar nie erhalten. Nein, also ich bin absolut kein Biertrinker. Eigentlich. Aber Spezi, das gehört dazu. Aber nicht zum Fisch und Spezi? Ich finde es nicht schlecht. Okay, also. Okay, na gut. Lieblingskleidungsstück? Ist meistens in meiner Freizeit ein Hemd. Also ich habe einen riesigen Kleiderschrank mit ca. 70 Hemden, bin da ziemlich ein bisschen modebewusst oder so. Und so in meiner Freizeit oder beim Ausgehen habe ich immer ein schönes Hemd an. Also das muss sein. Also das ist einfach so ein kleiner Tick von mir. Gehst du gern einkaufen dann oder bestellst du? Na, Online-Shoppen mache ich eigentlich eher selten. Wenn, dann gehe ich direkt ins Geschäft, probiere die Kleidung, ob es passt oder nicht. Und wenn es passt, dann... Männer, die gerne einkaufen gehen? Ja. Ja, wunderbar. Also meine Lieblingsjahreszeit? Ist der Sommer. Also ich mag es sehr gern, wenn es warm ist, wenn man auf den Berg gehen kann zum Beispiel oder klettern gehen kann. Und dadurch ist es der Sommer. Bist du viel unterwegs in den Bergen dann auch? Oder? Wenn ich Zeit habe, immer, ja. Also ich gehe gern Mountainbiken, was man alles so macht in Tirol. Was man so ja, da hat es ja reichlich Berge. Da haben wir eben sehr viel Auswahl, sehr viele Berge, sehr viele Möglichkeiten oder Seen. Und aber immer auf einem bestimmten Berg dann oder immer ganz verschieden? Ja, genau. Also verschiedene Touren und Routen? Ich habe schon so meinen Hausberg. Aber ansonsten wechseln wir auch immer ab, so mit Kollegen oder was, dass wir am Wochenende mal hier hinfahren oder mal diese Tour machen. Also ganz abwechslungsreich. Wunderbar. Hm. Urlaubsort, mein Lieblingsurlaubsort? Da fallen, würden mir jetzt auch mehrere einfallen, aber eines der schönsten Dinge, wo ich eigentlich war, das war in Bali. Da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Das glaube ich, ja. Also richtig paradiesisch, stelle ja, ich mir genau, vor. Ja, genau, so wie man es sich halt vorstellt, so typisch mit schönem Sandstrand, schönes, klares Meer. Kein Schnee. Sonne. Kein Nebel. Ja. Ja, herrlich. Wer wäre jetzt nicht gerne dort? Mein Lieblingsland? Ist in erster Linie natürlich Österreich. Ich als traditionsbewusster Österreicher. Aber wenn es ein anderes Land ist, dann finde ich die USA zum Beispiel ganz interessant. Warst du schon mal dort, oder? Ja, ich war einmal dort. Fliege auch heuer im Sommer wieder hin nach Kalifornien. Für ein paar Tage. Und da finde ich es total schön da drüben. Auch sehr facettenreich, da findet ja, man ja genau. Alles. Da gibt es auch total viel Abwechslung. Also die haben ja auch Berge und Meer und alles drum und dran. Genau. Mein Lieblingsinstrument? Das ist meine Ziehharmonika. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also genau, weil ich habe auch Tenorhorn oder Gitarre mal gespielt ein bisschen. Aber so, das hat mir nie so Spaß gemacht wie die Ziehharmonika. Also das ist schon das Lieblingsinstrument von mir. Sehr gut. Lieblingsschauspieler, Schauspielerin? Habe ich eigentlich keinen. Also gibt's fast nicht, ne? Nein, eben, ich bin jetzt nicht so der Filmtyp. Ich schaue mir eher mehr so Dokus an im Fernsehen. Ich schaue generell nicht viel Fernsehen. Aber wenn ich schaue, dann eher so was Interessantes. Aber Lieblingsblume. Morgen ist ja Valentinstag. Ja, ich finde die weiße Rose sehr schön. Die weiße Rose? Ja, genau. Sehr elegant auch, oder? Ja, finde ich auch. Also die ist relativ edel. Und wenn du Blumen verschenkst, verschenkst du Rosen oder? Genau, also sind in der Regel Rosen. Rot oder weiß, da gibt es ja viele schöne Alternativen. Stimmt. Lieblingshobby?
im Winter Skifahren und im Sommer Berggehen. Also sehr sportlich unterwegs? Ja, genau. Schulfach, mein Lieblingsschulfach, was war das denn? Das war Rechnungswesen. Rechnungswesen? Ja. Also Buchhaltung? Also nicht direkt Buchhaltung, aber so Betriebswirtschaft und da ist ja Rechnungswesen auch drinnen. Und das hat mir sehr gut gefallen damals. Also das habe ich in der Schule überhaupt nicht ja, eben ich, mögen. Okay, na, ich bin eigentlich in eine kaufmännische Schule gegangen, die Handelsakademie. Ah, okay, ja. Und da hatten wir ja fast nur solche Fächer. Und das hat mir schon sehr gut gefallen immer, ja. Für mich waren, also ich habe ja die Sprachen geliebt, also die Zahlen, also Mathematik, ja. Rechnungswesen war dann. Und du hast aber, glaube ich, auch was weitergemacht. Genau, ich habe danach nach der Handelsakademie Wirtschaftswissenschaften studiert und abgeschlossen. Da ist es dann auch eher nur solche Fächer. Und in dieser Materie bin ich nach wie vor sehr interessiert. Okay. Und du bist ja auch während dem Studium dann viel herumgereist. Ja, genau. Also ich habe während dem Studium ein Auslandssemester in Vietnam gemacht, habe dort studiert. Und bin halt immer wieder durch die Gegend gereist, wenn ich Zeit hatte. Weil ich natürlich immer wieder schauen wollte, wie ist es woanders da? Wie verhalten sich da die Leute? Wie ist die Kultur da? Damit man dann halt wieder, und dann weiß man es auch oft zu schätzen, wenn man wieder heimkommt. So ist genau. Es. Mein Lieblingsspruch oder mein Lieblingsmotto, gibt es da sowas bei dir? Ja, das ist ein bisschen philosophisch. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Genau, das ist so ein aktuelles Motto von mir, ja. Gibt es da eigentlich einen Hintergrund zu diesem Spruch oder? Das hat vielleicht ein bisschen ja, einen spirituellen Hintergrund, weil ich bin seit einem Jahr mit einem Energetiker befreundet, der hat meine Allergien gelöscht, weil ich ja sehr viele Allergien hatte. Und der hat mir mal den Spruch gesagt und am Anfang habe ich ihn nicht verstanden, aber so mit der Zeit versteht man das. Es heißt ja eigentlich auch, alles hat so seinen Sinn, wenn man so. Zum Beispiel, ja genau. Wenn man so übersetzen möchte. Das kann man so übersetzen, richtig. Mhm. Ist ein schönes Das bedeutet Wort. Das Gleiche, ja. Das heißt, das Leben kommt schon so, wie es kommen soll. Es kommt so, wie es kommt, ja, genau. Von dem bin ich auch überzeugt. Das ist gut. Lieblingssportart? Meine Lieblingssportart ist Mountainbiken. Mountainbiken und das Lieblingsauto? Ich finde Audi sehr schön. Hast du auch einen oder was anderes? Ich habe einen, ja. Du hast einen, ja wunderbar. Dann hast du, glaube ich, dein Lieblingsauto. Ja, so ungefähr. Jetzt haben wir dich ein bisschen persönlich kennengelernt und gleich wollen wir über dein Video sprechen, aber zuerst gibt es noch Musik und dann kommt das Video. Mhm. Jetzt wird es wieder spannend, jetzt haben wir Videopremiere. Wir wollen jetzt ein bisschen über das Video von Marco Warstetter sprechen und ich bin schon gespannt, wie heißt denn der Titel? Der Titel vom Video heißt Zwei Madeln, ein Bur, das geht nicht gut. Das ist auch der Titel von deiner CD? Das ist genau der Titel von meiner Single-CD, richtig. Wunderbar. Ja. Und erzähl mal ein bisschen was, mach mal einen Blick hinter die Kulissen. Wie ist es denn dazu gegangen? Wann ist es gedreht worden? Wer war alles dabei? Also das Video ist im Oktober letzten Jahres gedreht worden am Aachensee in Tirol. Da haben wir 2 Tage lang gedreht ungefähr. Dabei waren eine Blonde und eine Dunkle, weil darum geht es auch im Text von dem Titel. Die Blonde ist meine Ex-Freundin und die Dunkle ihre Kollegin. Die haben auch da wirklich im Leben? Oder, also, ja. Bitte, wie meinst du? Schon im wirklichen Leben auch, oder? Das ist meine Kollegin, ja. Ja, passt. Also waren das keine Schauspieler, sondern wirklich deine? Nein, Leute, die ich kenne, genau. Super. Das war mir immer wichtig, dass ich das mit Leuten mache, die ich kenne, weil das Drehbuch habe auch selber ich geschrieben vom Video. Und damit man das eben authentisch rüberbringt, habe ich eben Leute gewählt, die ich gut kenne und zu denen ich einen guten Draht habe. Produziert hat es mein Kollege, der Ralf Leitner. Und ja, es gab am ersten Tag ein bisschen Wetterprobleme, weil wichtig für ein Video ist natürlich, es darf nicht zu viel die Sonne scheinen, aber auch nicht zu wenig. Und dann hat es am Nachmittag angefangen zu regnen. Dann haben wir im Hotelzimmer von meiner Kollegin weitergedreht. Die hat ein Hotel am Aachensee und hat uns da das Hotel zur Verfügung gestellt. Dann haben wir da bis in die späten Abendstunden gedreht. Und am nächsten Tag haben wir dann nochmal im Freien, da war das Wetter wieder schön. Und dann haben wir draußen die restlichen Szenen gedreht. Also wenn man so ein Video produziert, dann muss man schon ein bisschen flexibel sein, weil das Wetter kann man nicht beeinflussen. Genau. Aber ich habe sofort gewusst, es gibt eine Alternative und dann machen wir weiter. Ja genau, wir haben gewusst, wenn es jetzt regnet, ist auch kein Problem, weil dann gehen wir die Szenen im Hotel drehen. Und wir haben ja morgen noch, also wir hatten dann den Tag danach auch noch Zeit. Und da war es schön und von dem her war es optimal. Wie bist du auf die Idee gekommen, beim Aachensee das zu machen? Oder ist das auch im Lied irgendwie? Nein, das hat nicht mit dem Lied zu tun, aber ich habe sehr viele Auftritte am Aachensee auch. Und ich finde die Gegend total schön am Aachensee. Also es ist wirklich herrlich im Sommer, auch im Winter zum Langlaufen oder so. Und darum habe ich mir gedacht, für das Video brauche ich eine schöne Landschaft und dann fahre ich zum Aachensee.
Also alles nimmst du selbst in die Hand. Das Instrument, das Komponieren und auch irgendwie das Drehbuch schreiben. Genau, also bis jetzt ist wirklich 99% alles von mir, was ich gemacht habe. Die ganzen Ideen und so. Und mir gehen die Ideen nicht aus. Ja, sehr schön. Und das ist auch das Besondere, weil man weiß einfach, das bist du und man kann sich damit wirklich, man kann dich kennenlernen und dich erleben. Genau, also ich würde mich schwer tun, wenn ich in irgendeine Rolle schlüpfen müsste. Und so kann ich einfach ich selber sein. Das ist mir immer sehr wichtig. Und dadurch funktioniert es auch ganz gut bis jetzt. Also hast du nicht jetzt schauspielern müssen, sondern du hast einfach deine Vergangenheit wieder herausgeholt und... Genau, richtig, ja. Also da ist nichts gespielt, das ist einfach so. Wir haben es einfach so gemacht, wie es kommen ist unterm Tag. Und da haben wir einfach den Film abgedreht. Genau. Erzählst du uns ein bisschen, was es geht in dem Lied? Also zwei Madel, ein Bub? Ja, genau. Also das Liedl handelt von zwei Damen. Das ist eine relativ komplizierte Geschichte, aber um sie kurz zu fassen, die eine hat dunkle Haare, die andere helle, damit man es unterscheiden kann. Und ich war in beide mal verliebt, gleichzeitig eigentlich. Und das Problem war, ich konnte mich nicht entscheiden. Sie hatten alles ihre Vor- und Nachteile. Und am Anfang war alles lockerlässig. Und dann ist es irgendwann zur riesengroßen Kopfwehpartie geworden. Und ja, schlussendlich bin ich dann alleine dagestanden. Oje, wer hat das... Ich sage jetzt als Frau, was ich mir denke, das Geschichte recht. Also das, na, passt schon so. Und jetzt, wie schaut es jetzt aus mit den Mädels? Hast du jetzt Kontakt noch zu den zwei? Oder? Also relativ wenig. Also relativ geringen Kontakt. Und momentan, also mittlerweile bin ich Single. Das frage ich schon genau nach, Entschuldigung, ja. Das ist kein Problem. Also, meine lieben Single-Damen, ja, wenn Sie den Marco Warstetter kennenlernen möchten, wenn Sie ihn mit nach Hause nehmen möchten, den gibt es gleich zu gewinnen in alles kleiner, runder Form. Ja, du wirst dann bald die Gewinnfrage stellen. Genau. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes zum Thema Video oder haben wir jetzt alles irgendwie analysiert? Ja, also das Video ist natürlich eine Menge Arbeit, weil da hatte der Ralf wirklich viel Arbeit. Er ist wochenlang am Schnitt gesessen und am Color Grading und an die ganzen Sachen. Da steckt so viel dahinter, was man eigentlich normalerweise gar nicht weiß. Und das Video ist ein relativ großer Erfolg bis jetzt, weil das haben wir im Dezember veröffentlicht und hatten da wirklich innerhalb von 24 Stunden schon über 1000 Aufrufe. Super. Und mittlerweile sind es jetzt fast 10.000 und auch der Titel kommt ganz gut an, zum Glück, Gott sei Dank. Dann wollen wir es uns gleich anschauen. Ja. Gleich geht's los, also zwei Malen Abur, das geht nicht gut. Aber ich glaube, du stellst vorher noch eine Gewinnfrage, oder? Ja, richtig, also ich stelle eine Gewinnfrage an unsere Zuseher. Dann können Sie diese tolle CD gewinnen. Und zwar die Gewinnfrage lautet: Wie lautet der aktuelle Titel meiner aktuellen Single? Der gleichnamige Titel läuft auch im Video. Ja, also wenn Sie eine CD von Marco Warstetter gewinnen möchten, nach dem Video gibt es die Gelegenheit, da sind die Leitungen dafür dann geöffnet. Jetzt schauen wir uns mal das Video an. Zwei Madeln a Bur, das geht nicht gut. Die hat ein liebes Gichtal, die andere die hat ein gutes Herz. Die eine ist immer schön aufgestellt, ja da gibt's viele Buben, die sie aufteilen. Die eine ist lieb und ehrlich, die andere ist süß und fährlich. Die eine die hat ein liebes Kind, ja lieber Himmel vor der Sommer ganz geschwind. Zwei Madeln a Bur, ja das geht nicht gut, für wen soll ich mich bloß entscheiden? Ich frag mich nur, was sie jetzt soll tun, mein Herz muss da wohl noch klein. Zwei Madeln a Bur, vielleicht gehst du dazu für ein richtig geiles Leben. Doch ich will eine Frau mit Herz und Figur, es wird's doch irgendwo gehen. Liegt mir ständig auf der Lauer, ich den ganzen Tag nur sauer. Die andere, die hat schöne Augen, ein Traum von Frau zum Zukunft aufbauen. Und gut verwöhnen, das können sie beide, ob im Mittel oder draußen auf der Heide. Die eine, die ist schon vergehen, ja lieber Himmel vor der Mach etwas dagegen. Zwei Madeln a Bur, ja das geht nicht gut, für wen soll ich mich bloß entscheiden? Ich frag mich nur, was sie jetzt soll tun, mein Herz muss da wohl noch klein. Zwei Madeln a Bur, vielleicht erst dazu für ein richtig geiles Leben. Doch ich will
Schiller Frau mit Herz und Figur, es wär's doch irgendwo gehen. Zwei Mädeln stehen vor mir und schauen mich fragend an. Bin nervös, weil ich weiß, dass noch eine ich haben kann. Die Sonne geht bald unter, ich kann mich nicht entscheiden. Das Herz hat die Blonde, da kommt die Dunkle soll sein. Zwei Mädeln ab Uhr, ja das geht nicht gut, für wen soll ich mich bloß entscheiden? Ich frag mich nur, was sie jetzt soll tun, mein Herz muss da wohl noch klein. Zwei Mädel Natur, vielleicht wär's dafür, vielleicht gibt keines Leben. Doch ich will eine Frau mit Herz und Figur, es wär's doch irgendwo geben. Jetzt wollen wir noch einmal reden, Facebook. In 2 Wochen gibt es deine Fanseite. Genau, nach der Hitparade gibt es die Fanseite von mir auf Facebook. Wie gesagt, meine Homepage gibt es natürlich auch. Unten eingeblendet www.marco-wallstätter.com. Wie gesagt, da findet man alle Infos, die man wissen sollte. Vor allem die Termine sind wichtig. Auch die Termine, wo ich auftrete, richtig, und die Neuigkeiten. Genau, und die Termine nochmal grob zu sagen, jetzt, was steht denn in den nächsten Wochen an? Also, ich bin die nächsten Wochen in Tirol unterwegs. Also, genau. Meine lieben Damen, auch die Herren, wenn Sie Marco Wallstätter persönlich mal auf der Bühne kennenlernen möchten, einfach nach Tirol kommen und ein bisschen genauer schauen bei deiner Homepage, da erkennt man. Da steht genau drinnen, wo ich bin und wann ich starte, von wann bis wann ich spiele. Da sieht man wirklich alles. Da sieht man alles. Mhm. Willst du noch jemanden grüßen? Hast du irgendwie Grüße auszurichten? Ja, ich möchte meine Familie und alle meine Bekannten und Freunde zu Hause grüßen an den Fernsehgeräten und natürlich auch einen schönen Gruß an alle Zuseher einfach von Volks.tv. Wunderbar. Wir machen dann noch ein gemeinsames Foto, das stellen wir auch auf unsere Facebook-Seite. Und ich sage einmal danke, dass du bei mir warst. Es war ein schöner Nachmittag, mich freut's. Und ich hoffe, wir sehen uns mal live. Halt mich am Laufenden, wenn du irgendwo mit deiner Ziehharmonika unterwegs bist. Komm dich gerne mal besuchen. Ja, Clara, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Auch danke an das Volks.tv-Team für das tolle Interview, das ich heute geben durfte. Sehr gerne. Also für die tolle Gelegenheit, ein Interview zu geben. Und würde mich freuen, wenn wir uns mal bei einem meiner Auftritte sehen würden. Mich würde es auch freuen, aber du haltest mich sowieso am Laufenden. Das heißt, wenn das Album in den Startlöchern steht oder Sonstiges ansteht, dann sagst genau, du mir wieder Bescheid. Genau, wir bleiben in Kontakt. So ist es. Lieber Marco, danke, dass Dankeschön. Du da warst. Dankeschön. Mich hat es gefreut. Und ja, wenn du dich noch persönlich verabschieden möchtest, kannst du... Ja, ich verabschiede mich natürlich auch bei allen Zusehern an Volks.tv. Wünsche euch noch einen schönen Tag zu Hause. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Natürlich auch mit dem tollen Musikprogramm, das Volks.tv zu bieten hat. Und sage einfach, wie man auf Tirolerisch sagt, fiert euch! Fiert dich!